Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. So, ich hoffe, wir schaffen es in diesem Part, das endlich fertigzustellen. Ja, da kommen wieder zwei. Wurde angehalten. Ach ey, ja, ich sehe schon wieder zu wenig. Der Teufel fordert seinen Tribut. Der Teufel kann mich mal. Was gibt's denn? Alle Mann auf Gefechtsstation. Eine wehrlose Handelsbrücke ist von abscheulichen Piraten geplündert. Der Kapitän der Brücke hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Die Piraten unterstehen Calico Roberts, dem letzten grausamen Piraten, doch es dämmert und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. Dann werden wir sie auseinandernehmen. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Oh Mann. Der Erfolg stellt sich schnell ein. Salve auf Salve durchlöchern den Rumpf des Piratenschiffs und verwandeln ihn in einen Schweizer Käse. Die überraschenden Piraten schwenken plötzlich die weiße Fahne und das Gefecht ist vorüber. Die Kaufleute sind dankbar für die Rettung ihrer Waren und zahlen eine angemessene Belohnung. Toll. Naja. Oh Mann. Ernsthaft. Ich muss mit dem anderen Schiff weiterfahren. Wir haben zu wenig Glühfäden. Oder kommt. Auf die Station! So. Jetzt haben sie genug Glühfäden. Das wollten wir hier abliefern, nehme ich mal an. Mehr Einkommen und mehr Zufriedenheit und weniger Aufstandsgefahr. Naja, das Einkommen ist ein bisschen gering momentan. Ich bin der Trägheit erlegen. Wir brauchen halt auch einfach mehr Kaffee, der aus irgendeinem Grund nicht hier ankommen will. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die kleinen Fähnchen im Wind. Ohne keine Zeit. Der Kaffee schon wieder. Alter, ist der Kaffee? Da ist er. Nicht vorhanden. Halt, frisch. Aber hier ist jede Menge Kaffee. Warum brauchen wir echt noch mehr Schiffe? Müssen wir echt noch mehr Frachtschiffe bauen dafür? Das kann es ja nicht sein, oder? Wie viele Frachtschiffe brauche ich eigentlich, um genügend Kaffee daher zu liefern? Das ist, ich meine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Frachtschiffe sind hier schon auf der Route. 7 Stück. Die wollen mir echt erklären, das reicht nicht, ja? Ah, jetzt geht hier was weiter. Warum fahren die eigentlich nicht mit dem Auto? Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Was gibt's denn für ein Problem? Spielstand gespeichert. Lager ist leer, Lager ist leer, ja, ja. Also schlecht, wenn hier das Messing weg ist. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Mann, wir haben auch zu wenig. Die Formel ist unvollständig. Zu wenig Salpeter. Willkommen in der Manufaktur. Messing kommt ja eh nur von... Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, noch nicht. Du auch nicht. Das sind 4 Schiffe. 4 Schiffe, die so dicht beieinander. Warum fahren die so dicht hintereinander immer? Und warum hat... Okay, die haben ich Kaffee. Aber der hat zum Beispiel keine Zigarre mehr, klar, weil die hat alle mitgenommen. Ein neuer Auftrag? Aber sie sind alle voll mit Kaffee. Aber warum fahren die immer so dicht hintereinander? Warum ist es in diesem Spiel nicht, und zwar wirklich nicht möglich, die irgendwie
ein bisschen auseinanderzuhalten. Müssen immer zusammenfahren. Wie wenn sie eine Flotte wären. Unseren Herrn. Ja, was? Achso, okay. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Erledigt. So, war nicht ganz das richtige Schiff für den Auftrag. Das Wasser schäumt, Admiral. Also werden wir das Schiff als nächstes verwenden für sowas. Der Druck im Kessel. Navigation und Navigation. Okay. Navigation haben wir damit jede Menge. Da rauscht's dahin. Oh. Fertig. Wir befinden uns in einer ziemlich guten Lage. Mögliche Belohnungen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Was birgt wohl die größte Gewinnspanne? Und was müssen wir hier machen? Unsere Strategie. 3000 irgendwas? Oh, das ist wie viele Investoren wir benötigen. Die hätten sie auch hinschreiben können. Aber dafür brauchen wir erst mehr Kaffee hier. Oh mein Gott, hier ist echt viel Stau. Schoner steht bereit. Verdammt. Wir brauchen mehr Anlegestellen. Oh Mann, hier ist ordentlich was los. Kampfdeck bereit machen! Alter, hier ist ein Verkehr. Aber mehr bringen wir hier nicht hin. Na klar, zwei von euch müssen zusammen losfahren. Natürlich. Schön warten. Warum haben wir so wenig Messing? Sehen hier brav. Nee, hier hin. Wir haben zu wenig Zink. Dabei arbeiten alle 100%, ne? Okay, von hier haben wir Zink noch nicht erschlossen. Dann werden wir das gleich mal tun. Spielstand gespeichert. Boah, das ist ein ziemlich Umweg. Machen wir wohl lieber eine extra Route. Ne, machen wir eine Charterroute einfach. Was sollen die das machen? Noch hier. So extrem viel Zink werden die wahrscheinlich nicht produzieren. Könnte auch gleich Messing hier produzieren, weil Kupfer haben wir auch und das da herliefern lassen, aber versuchen wir es mal so. Schauen wir, was passiert. Da braucht man fast noch eine extra Route, um hier Kaffee herzuliefern. Vielleicht machen wir das auch. Wann gehe ich immer daher? Bald fertig. Schauen wir hier mit Baumwolle aus.
gibt es auch immer noch irgendwas extra. Das heißt, wir könnten echt eine eigene Route machen, die hierher liefert. Also, nee, nicht hierhin, sondern hierhin. Unsere zweite Hauptinsel sozusagen. Bereit, Admiral. Warum stehst denn du hier rum? Erwarten neue Horizonte. Dran anhalten! Wo sind die anderen hin? Sind die alle schon weitergezogen? Hier, 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 klar. Die sind schon weitergezogen. Halt! Der ist noch voll mit drin, Flash, der nicht mehr. Der hat gar keins mehr, ne? Ganz toll. Frachtschiff steht bereit! Ich hab gesagt, halt! Leute, halt! Vielleicht sollten wir mal hier die Sachen bauen. Ausbauen hier. Oh, wir haben zu wenig Quant. Okay. Bisschen blöd für den Platz. Alter, hier ist überall irgendwo was. Ich habe geschworen, mich um dich zu kümmern. Und das Schiff vom Stapel gelaufen. Mehr Druck im Kessel. Weiter geht's. Ah, wir setzen die vielleicht lieber auf die gleiche. Ich glaube, es ist gescheit, die auf die gleiche Route zu setzen. Nur zwei hin und her fahren, offensichtlich ist es ja sehr ineffizient und ein sehr langer Weg. Bringt das eigentlich kaum was, glaube ich, wenn die dann eine eigene Route bekommen. Hell erleuchtet. Ich fühle mit jedem Atemzug die Lebensfreude in mir. Meine Standards werden gerade so erfüllt. Ja, keine Räder, keine Uhren, kein Schmuck, keine Fotografen. Ah, die kommen jedes Mal mit der Musik dann. Ja, wie viel brauchen wir? 5000 Investoren. Halt! Was machen wir überhaupt für eine Expedition? Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Wie heißt der jetzt wieder? Wildfang? Ist es die Wildfang? Ja, okay. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Gefechtskunde brauchen wir, ja. Ja, 3 ist nicht viel. 5. 25. Ich glaube, haben wir das irgendwo 15? Ja, okay. Kampfkraft und Gefechtskunde. Noch viel mehr Gefechtskunde. Ach hey, doch nicht so gut, wie ich dachte, hm? Gibt's hier bessere Rationen? Geht bis 35, 34.
zählt auch als Ration. 37. Nehmen wir die. Machen wir das einfach so. Dann wird schon passen. Wurde geliefert. 45. Oh Mann. 44. Nachliefern, Leute. Nachliefern. Ah, da kommen sie gerade wieder an. Offensichtlich. Wir helfen, wo wir können. Nee, der hat gerade abgeliefert. Da kommt der nächste Kaffee. Brauchen wir hier eigentlich Messing? Werden hier Brillen produziert? Ja, okay. Dafür. Hier gibt es Zink, wird schon erschlossen. Ja, okay. Und von hier auch angefahren, okay. Shona steht bereit. Und noch mehr Kaffee. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. So, das hätten wir sie ja bald aufsteigen lassen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen was hätten für die. Ein bisschen mehr Luxusbedürfnisse. Ingenieure haben wir eh genug. Können wir ruhig welche aufsteigen lassen. Sobald es denn geht. Komm schon. Komm schon. 98. Die Menschen lassen sie hochleben. Boah, das geht langsam. Das geht sehr langsam. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die ist attraktiver geworden, wenn du das sagst. Ach so, wegen irgendeinem Fest. Erntedankfest. Alles klar. Haben ein neues Zwischenziel erreicht. Eine Hafenstadt. Nehmen wir nicht. 99. Und 63 Kaffee ist noch da. Aber die Schiffe sind erst am Rückweg. Zum Einsatz gespeichert. Bringen wir Ihnen vielleicht eine kleine Extra-Lieferung. Oh, wir haben hier keinen Kaffee mehr. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist schon wieder alles weg. Alles weg. Das kann es doch nicht geben. Wie viel Kaffee braucht man in diesem Spiel? Ich glaube, wir haben sie das Balancing ein bisschen verpasst. Ups, was haben wir da hinzugefügt für ein Schiff? Irgendein Schiff hinzugefügt, wo ich nicht weiß, welches das ist. Zwei wurden hinzugefügt und nur eins fährt los. Wenn nur eins da ist. Nicht allzu viele Änderungen. Erwische ich sie bei besonders guter Laune. Kann er jetzt ja nichts machen. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Kann er jetzt sowieso nichts machen. Jetzt sind halt zwei Schiffe zugewiesen, wovon eins. Irgendeins ist. Bis ans Ende der Welt. Ist ja egal. Wenigstens ist hier genügend Kaffee.
Die Investoren. Oh, wir haben genug. Drei seltene und ungewöhnliche Maschinen und Erfindungen. Wir schaffen sie folgende Waren während der Vorbereitung, um die Attraktivität der Ausstellung zu erhöhen. Haben wir da. Bier oder Schnaps brauchen wir. Und Trauben und Bananen. Elektrizität ist da. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, liefert's nur mal. Oh, da hat eine gewisse Zeit zur Verfügung. 20 Geht das Minuten. Nicht schnell? Darauf lässt sich aufbauen. Bier. Haben wir schon keinen Star. Vom Stapel gelaufen. Was ist Saft? Bier und Schnaps an. Ne? So langsam gehen die Vorbereitungen. Euer Auftrag? Schnaps ist da. Wie schaut's aus mit Bier? Oh, Bier ist wenig. Man muss Schnaps herhalten. Kurs gesetzt. Der Rest hat eigentlich. Wobei Früchte. Bananen. Ach du Scheiße, Bananen. Er hat den Krieg ausgerufen. Oh, sieh mal einer an, wer hier wieder kommt. Da sind sie. Neue Ziele? Wer sich da wieder blicken lässt. Ich warte nicht gern auf die Erträge einer Investition. Wir befinden uns in einer ziemlich guten Lage. Von hier werden doch Trauben geliefert, oder? Neue Befehle? Oh ja, gut, die liefern Trauben in die Richtung gerade, okay. Zur Stelle. Okay, passt. Trauben sollten wir dann hier bekommen. Gut, Freunde, das war's auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!